Was geht, Leute? Willkommen zur nächsten Folge von FIFA 16. Ja, Karriere, also die Saison neigt sich zu Ende, nicht die Karriere. Nationaltrainer Indien, kein Interesse. Ja, Spiel gegen Bayern, Meisterschaft ist ja schon entschieden. Im DFB-Pokalfinale wird es auch nochmal gegen Bayern gehen. Das ist jetzt so, sagen mal, ja, die Generalprobe dafür. Ah, jetzt müssen wir mal gucken, dass man hier ein bisschen aus. Okay. Ja, es ist so viel Auswechselmöglichkeiten haben wir gar nicht. Meier noch angeschlagen. Ja. Muss jetzt einfach mal so funktionieren gegen die Bayern. Ja, schade, dass Bayern München das einzige Stadion ist, also das Stadion von Bayern München so rum, das halt so aufgebaut ist. Wer auch immer Philipp Steinhardt ist, hat sich einen Startelfplatz verdient bei den Bayern. Oh. Bayern ist daheim ungeschlagen. Wow. Ich hoffe, das können wir jetzt ändern. Oh, Sané. Oh, verdammt. Oh, nicht gut gemacht von Geis. Ah, Höwe, das passt auf. Oh, Sané kann sich aber nicht durchsetzen. Wow. Puh, setzt Müller das erste Ausrufezeichen. Nicht gut gemacht. Ah! Ah, es gibt keine Karte. Oder doch? Also ich hätte mir jetzt eine gelbe Karte mindestens gegeben. So, Griezmann. Ah, kommt da schön vorbei. Ah, sehr schön auf Goretzka weitergeleitet. Ah, abgefälscht. Immerhin den ersten Eckball des Spiels rausgeholt. Wow! Was ein Tor von Matip. Das sah neuer ganz und gar nicht gut aus. Ah, hier nochmal. Augo guckt lange. Matip setzt sich da schön durch und ist dann eher so ein Kopfball-Lupfer. Oh, der direkt in den Winkel gepasst hat. Und Neuer küsst den Pfosten. Und klatsch. Ja, mal gucken, ob FIFA irgendwann, also beziehungsweise EA, das mal so reinbringt, dass der Pfosten auch wirklich ein fester Gegenstand ist für Spieler. Einsatz in allen Ehren von Tepp. Oh. Ah, Fährmann, was hast du vor? Ah, zu weit. Ah, zu Neuer. Ah, in so Szenen haben wir schon mal ja, eigentlich das Genick gebrochen, dem lieben Manuel. Wenn ich da an das Wunder von Mailand denke. Im Champions League Viertelfinale, meine ich, war es. An der glorreichen Champions League Saison von Schalke, wo es dann im Halbfinale gegen Manchester United dann Schluss war. Oh. Ah, kein Problem. War sehr schön auf Afdijay. Gut rübergelegt auf Entep, der hat Platz. Aber Neuer zeigt, dass er mit der beste Torhüter der Welt ist. Oh, nächster Eckball. Ah, kommt nicht so gut. Wow.
Goretzka hat aufgepasst. Ein Tap kommt da gut vorbei. Aber leider der Trick zu früh. Was hat Bayern jetzt vor? Über Robben, aber unsere Abwehr heute sehr, sehr sicher und aufmerksam. Bayern hat jetzt derzeit nicht so wirklich Ideen nach vorne. Oh, was macht den Geister? Oh, Goretzka, auf ihn ist einfach Verlass. Ah, komm schon. Ah, Goretzka, was machst du? Boah. Der hätte doch drin sein können. Das sah eigentlich noch leicht abgefälscht aus. Schönes Kombinationsspiel. Jetzt Avdija, was hat er vor? Ah. Und Griezmann. Oh, deutlich verzogen. Gegen Bayern sollte man nicht so viele Chancen liegen lassen. Kein Problem für Martip. Komm, Chris, mal. Immer schön den Weg zustellen. Puh, das war jetzt nochmal am Ende Glück, dass der Schiedsrichter so schnell abgepfiffen hat. 1-0 Halbzeitergebnis, denke ich mal, kann man zufrieden sein. Unsere Offensive ist komplett platt. Also ich hoffe, da geht noch was in der zweiten Halbzeit. Ja, und ich glaube, Winterneuzugang bei Bayern München war es. Oskar vom FC Chelsea. Endtap kämpft. Ah, komm schon. Endtap. Ja, die Bayern versuchen mit Langbällen das Mittelfeld zu überbrücken. Schön gemacht von Goretzka. Ja, kann man auch mal machen. Ah, schade. Boah, auf die Chai. Komm schon. Und jawohl. 2 zu 0 nach einer kuriosen Vorlage. Hat Avicii aber Weltklasse gemacht. Ich glaube, gegenüber Bartstuber war das. Ja. Und lässt Neuer dann keine Chance mit diesem schön gezirkelten Schuss. Ja, jetzt müssen die Bayern definitiv offensiver spielen. Griezmann.
taktisches Foul von ihm, beziehungsweise Stürmerfoul. Man hat gerade das Gefühl gehabt, dass der Boden nass wäre. Okay. Wollen wir doch das jetzt mal einfach nur nutzen, um auszuwechseln. Ja, Endtipp ist. Oh, puh, es wird im nächsten Spiel interessant, überhaupt Spieler aufzustellen. Oh. Bringen wir mal Eihahn rein. Schöner Doppelpass. Ah, weit verzogen. Hätte man mehr aus dieser Situation machen können. Puh, es dürfte schon ein Meter gewesen sein. Goretzka. Ach, immer diese sehr, sehr schönen Balleroberungen. Und jetzt Sané hat Platz zum Flanken. Oh, und wird da abgeräumt. Es muss Elfmeter geben und es gibt auch Elfmeter. Ach, da hat sich Badstuber jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Schuld am 2:0 und jetzt wahrscheinlich am 3:0. Ja, in dem Moment, wo Sané flanken wollte, kommt einfach die Grätsche und erwischt nur den Mann. Wow. Ja, neuer Elfmeterkiller. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Wow, wow. Ja, regt sich Robben auf. Ja, die Bayern jetzt auf Pressing eher aus. Boah, sehr schön auf Sané. Boah, aber Sané ist zu langsam. Beziehungsweise zu erschöpft, um dahinter richtig hinterher zu spurten. Ah, schade. Oh, einfach daneben gerannt. Oh, wow, 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 wow. Ah, kein Problem für Kai Schara. Oh, Avdić nicht handlungsschnell genug. Oh. Ja, also langsam liegt es an der Chancenverwertung von Bayern. Ja, weiter Ball. Ach, zu weit. Ah, komm schon. Ach komm. Ja, da lässt er sich doch einfach fallen. Wow. Ah, Sané, schön aufgepasst. Oh, schade. Oh, vorher eine schöne Passstaffette. Ah.
Ja, es soll wohl nichts mit dem 13-0 werden. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu hoch, wenn man sich am Ende die Chancen von Bayern anguckt. Wow. Ja, Schlusspfiff war schon. Ja, 2:0 gegen Bayern München gewonnen. Erste Heimspielniederlage für Bayern gewesen. Ja, 61% Ballbesitz für Bayern, aber hat ihm am Ende nichts genützt, weil vier Torschüsse davon kam kein einziger aufs Tor. Also würde ich mal sagen, selber schuld. So, ja. Nächstes Spiel dann gegen den FC Augsburg. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder dabei seid und wieder, ja, einschaltet. Ich verabschiede mich mal wieder an dieser Stelle. Bis bald, euer MCO.